Wir kommen zum SC Edern am Freitagabend, Flutlicht, und zwar zu Gast die SC Alemannia Lennersdorf. Anstoß war um 19:45 Uhr, Freitagabend. Man hofft, ein gutes Spiel gesehen zu haben. Man kann wahrscheinlich ja sagen. Viele Tore, viele Turbulenzen in der zweiten Halbzeit. Mehr zum Spielausgang mit dem Trainer aus Edern, Georg Rotkranz. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ja. Herr Rutkans, in der ersten Halbzeit war es ein sehr anschauliches Spiel, sehr ruhiges Spiel, einige gute Torschancen, und man ging zwar mit einem leichten Rückstand in die Kabine, aber man hatte gute Hoffnung, im dritten Spiel Fuß zu fassen. Ja, in erster Halbzeit muss ich sagen, Lennersdorf, die haben losgelegt für die Feuerwehr. Ich glaube, eine Mannschaft, die so Feuer gemacht hat wie Lennersdorf, das hatten auch die Jungs. Nichtsdestotrotz haben wir eigentlich auch so nichts zugelassen, obwohl die absolut in der ersten Halbzeit überlegen war bei uns in der Hälfte. War ein bisschen zerfahren, wir hatten zu viele schnelle Ballverluste im Spielaufbau. Ja, die Bälle kamen dann postwendend zurück, sodass wir eigentlich so ein bisschen wenig Entlastung hatten. Ja, und dann war das 1-0 gemünzt, dass der Verteidiger bei uns ein bisschen abgeschaltet hat. Schießt auf dem Torwart, der hält den ersten Schuss, der zweite, der Nachschuss kommt, ein anderer Spieler schießt den rein, dann hat er ein bisschen die, ja, ich sag mal, geschlafen. 1-0, verdiente Halbzeitführung für Lennersdorf, keine Frage. Und ja, dann war dann Halbzeit, dann habe ich mit den Jungs nochmal ganz gesagt, ich sage, jetzt müssen wir gucken, müssen wir die Sache nochmal ein bisschen anders angehen, habe dann nochmal umgestellt. Ja, und dann haben wir dann direkt nach der Halbzeit der erste Ball, langer Ball, auch wieder geschlafen. Und dann kommt der Lindershofer Spieler, drückt am langen Pfosten den Ball rein, 2-0. Ja, nochmal ein paar Part umgestellt. Und dann ging es so ein bisschen, ja, ein bisschen Emotion ging es dann los. Dann hatten wir bei uns David Arrizzi, gelb-rot. War ein bisschen unglücklich, die Aktion. Habe ich auch kein Foul gesehen. Aber für Schiri war es nicht so einfach. Die erste Halbzeit eigentlich gut gefiffen hat. Und dann ging die zweite Halbzeit, dann, ja, dann fing es so richtig an. Flutlicht. Das Ganze da drumherum. Dann haben wir die erste 65 Minuten ungefähr vom Platz. Dann war Man spielt Wolfsburg ja in der noch. Regel, wenn ich unterbrechen darf, in der Regel spielt Ja. man ja in Unterzahl einen besseren Fußball. So ist die Statistik schon. Ja, das ist ja so, wenn einer vom Platz ist, das ist ein alter Fußballweiter, da ist halt, das ist auch so, dann laufen die anderen alle ein paar Prozent mehr. Man meint dann als Gegner, das läuft schon irgendwie. Und das ist, wie mit allem Fußball, das ist eine absolute Kopfsache. Und das hat dann auch gezeigt, dass wir dann wirklich alle nochmal eine Schippe draufgelegt haben. Deutsch haben sie recht, das stimmt. Das ist so. Aber dann kam der bittere Ja. Geschmack in der 75. Minute, Herr Rotkranz, rot. Ja, dann kam dann Jens Engert, ein Konter von denen, Jens Engert, der dann im Zweikampf gefoult hat. Muss sagen, berechtigter Platzverweis. Es gibt auch kein Wenn und Aber. Alles korrekt. Ja, faul, und dann muss man sagen, dann ist es rot, kann ich dann auch vertreten, sehe ich objektiv so. Und ja, da waren wir zweimal in Unterzahl, und ab da an, muss ich sagen, haben wir das Spiel gemacht, waren die bessere Mannschaft. Wir hatten den Anschlusstreffer, hatten wir 1-2, wo der Patrick Kemmerling durchgeht und dem Fabian Tolzmann den Ball schön auflegt, der braucht nur noch aus 3 Metern ein leeres Tor zu schießen. Ja, dann, da war natürlich richtig Leben drin. Ja, da haben wir dann Chancen gehabt. Ich meine, Innenpfosten wieder raus. Ja, wo du sagst, meine Güte, dann ist, wenn du dann oben stehst, dann gehen die Dinger rein. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir dann 91 Minuten den Ausgleich gemacht, den absolut verdienten Ausgleich in der Phase. Und ja, dann war dann 95, 96 Minuten, kommt ein langer Ball, ein Freistoß in die Mitte rein, auf den Torwart. Der Torwart wird angegangen, den Ellenbogencheck. Kriegt den was vor der Lippe am Bluten, ja, in dem Moment klatscht den Ball nur ab, kann nur abklatschen, weil er da einen abgekriegt hat. Ja, und dann prallt der Ball zurück, dann ist so ein Tumult, zwei, drei Spieler. Dann schießt von Lennershoff einer aufs Tor, und dann ist der Yunus, macht dann eine Torwartparade, klar, Ball geht nicht rein. Fazit dann natürlich, rote Karte und Elfmeter. Ja, und dann waren dann die Spieler, der hat den abgekriegt, war benommen, der Torwart musste behandelt werden, weil er am Bluten war an der Lippe, im Gesicht. Und ja, dann war 2, 3 Minuten Unterbrechung bestimmt, und dann hat Elfmeter ausgeführt, und dann war Abpfiff. Das war natürlich so eine Szene, die total unglücklich war. Und ich sage, ja, schade, ich hätte vielleicht das Spiel sehen müssen. Und das ist dann, wenn man jetzt das Ganze drumherum sieht, da sind wir, ja, rote Karten,
gelbe Karten waren dann die zweite Halbzeit. Ich denke mal, ich bin auch mit dem Trainer von Lennersdorf am Spiel kurz gesprochen. Und da sagt er, ich sage, das ist Fußball. Aber schade ist dann in entscheidenden Situationen dann manchmal so ein bisschen unglücklich gehandelt wird. Aber kann man sich nichts verkaufen. Ja, das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit, wo wir auch schon mehrmals jetzt darüber gesprochen haben in den letzten Wochen, in Interviews, in der Kreisliga A, der Schiedsrichter ist dann teilweise alleine gelassen, keine Linienrichter dabei, aufgrund von Nachwuchsmangel und dementsprechend gibt es denn solche Szenen unüberschaubar, die denn, sage ich mal, etwas negativ zum Schluss dann geschaltet werden. Weg vom Spiel, das kann man abhaken, abputzen. 3 Spiele, 0 Punkte, klassischer Fehlstart. Aber sie sind ja nicht alleine. Ihre Mannschaft ist mit Mertens und Oberzier jetzt im Keller gerutscht und man schaut schon nach vorne. Auch ihre Mannschaft muss nach vorne schauen. Die haben es ja schon auf dem Plan. Nächste Woche das 6-Punkte-Spiel in Oberzier. Ja, auf jeden Fall, 6-Punkte-Spiel, die jetzt heute auch verloren haben, der Ecker jetzt auch verletzt war, vielleicht ist er auch wieder dazukommen, der heute, glaube ich, kurz gespielt hat. Das ist so ein 6-Punkte-Spiel, da muss man auf jeden Fall, eigentlich muss man müsste punkten, die genauso wie wir. Noch ist alles eng zusammen, Torverhältnis ist auch immer wichtig. Wenn ich heute Ergebnisse höre, ist das schon manchmal ein bisschen derb, wenn du so viel Gegentore kriegst. Aber das sind so jetzt die markanten Spiele. Ich sag mal, mit einem Ausblick, das nächste Heimspiel haben wir dann den türkischen SV, die momentan, so denke ich, in der Liga die absolute Nonplusultra ist. Die haben echt ein starkes Team und das wird ja auch nicht einfacher. Also nächste Woche ist schon, ja, die Mannschaft eigentlich gefragt. Jetzt muss man gucken nach den Platzverweisen und angeschlagenen Spieler wie Leon Rothkranz, der konnte jetzt am Samstag, am Freitag auch leider nicht spielen. Das merkt man natürlich dann auch. Aber ich hoffe, dass er bis zum Wochenende wieder fit ist. Momentan ist 50-50. Das sind so Spiele, die brauchst du dann auch. Aber ja, das sind jetzt so Spiele der Wahrheit. Da kannst du nicht immer alles nach hinten schieben. Es wird ja nicht einfacher von Woche zu Woche. In Edern wird die Wahrheit gedreht im Film am kommenden Sonntag in Oberzier um 15 Uhr mit einem 6-Punkte-Spiel. Georg Rothkranz, vielen Dank für das heutige Gespräch. Danke auch. Schön.